Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die 10 Portaltage von 8. bis 17. Februar 2019. Die Portaltage kommen von Maya-Kalender. Die Mayas haben ein präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Sie haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet. So entstand dieses Kalendersystem. Die Mayas haben mehrere Kalender gehabt, ist nichts Neues, das haben andere Kulturen auch. Und ein Portaltag bedeutet, dass zwei Kalendersysteme trifft sich und sind im Einklang. Und in diesen Tagen öffnet sich ein Tor zum einen höheren Schwingung, ein feinstofflichen Energiefeld. Wenn wir die Maya-Kalender betrachten, dann erkennen wir in diesem Maya-Kalender ein Muster und dieses Muster zeigt die Portaltage. Mich erinnert dieses Muster auf diesem Bild. Dieses Bild kommt von Leonardo da Vinci, natürlich nicht diese Karte, sondern dieses ursprüngliche Bild wurde das gezeichnet, einen menschlichen Körper. Und tatsächlich zeigt sich die Muster in die Maya-Kalender diesem Körper. Da sind die einzelnen Portaltage und dann kommen die 10 Portaltage und dann wieder die einzelnen Portaltage und hier folgt das auch. So könnt ihr das vorstellen und jetzt sind wir gerade in diesem Bereich, die 10 Portaltage in diesem Energiezentren. Heute ist die 15. Februar 2019 und sind wir in sechsten Wellen. Diese Wellen sind Tönen, Schwingungen, Frequenzen und eine Welle dauert 13 Tage. Das ist wie bei uns eine Woche. Die Zahl 13 ist eine heilige Zahl bei den Mayas, eine Schlüsselzahl für die Kalendersystem 13 und 20 auch. Also eine Welle dauert 13 Tage lang und zeigt die Themen, die wichtigsten Themen in diesem Zeitraum. Jetzt sind wir im sechsten Welle, das hat gestern begonnen und dauert bis 26. Februar. In dieser sechsten Welle erleben wir folgenden wichtigen Themen. Von Angst befreien, Unsicherheiten überwinden. Hier bei diesem Welle geht es um Tod und Transformation. Dieser Tod bedeutet kein Todesfälle, sondern die Notwendigkeit, etwas absterben lassen oder etwas aufopfern, damit etwas Neues entstehen kann. Und wir befinden uns gerade in dieser Transformation, eine Brücke zur neuen Welt. Wir kommen jetzt im Kreislauf und wir begrüßen vieles, was für uns ein Neuanfang bedeutet. Alten Rollenverhalten oder Gedankenmuster werden wir ablehnen und zurücklassen. Wir werden in dieser Zeit einiges zurücklassen, weil es ist gerade der Prozess, die Erneuerung. Bei diesem Wellen, also in diesem Zeitraum bis 26. Februar ist wichtig, die inneren Gleichgewicht und es ist sehr wichtig, die Gegenwart wahrnehmen.
In dieser Welle, wo wir uns gerade befinden, herrscht die Luftelement. Und die Luftelement schenkt uns Leichtigkeit, das Spielerische, aber auch neue Ideen, neue Gedanken. Und die Kommunikation ist auch sehr ausgeprägt, weil Luftelement vermittelt worden, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Heute am 15. Februar haben wir die Zahl 2 und das bedeutet Polarität. Und diese Zahl 2 bedeutet nicht nur die Polarität, sondern wie wichtig das ist, beide Seiten die Münzen anschauen. Die Gegensätze erkennen, bedeutet aber auch abwägen, ausgleichen. Diese Polarität bedeutet auch als Energie Beziehung, Zweisamkeit, könnte ich das mal so sagen. Also in diesem Tag ist auch wichtig, das Zusammenleben, Zusammenkommen, Partnerschaft hat einen Einfluss auf die Partnerschaft. Also Polarität, beide Seiten die Münzen anschauen, ein Zusammenkommen, die Partnerschaft leben, etwas abwiegen, ausgleichen. Die heutigen Symbol ist Manik und das ist eine fließende Wasserenergie. Die Energie ist Wasser und das bringt etwas im Fluss. Das ist die Tagesenergie. Diese Manik bedeutet auch Hand, die blaue Hand nennt man das auch. Blaue Hand heißt Handlungen, Handlungen mit Wasserelement und das bedeutet Nackgefühl, bedeutet auch das Vertrauen, Vertrauen des Fluss des Lebens. Bei diesem Symbol Manik ist sehr wichtig bei den Mayas, weil entspricht gleichzeitig auch die Medizinrat, die vier Himmelsrichtungen. Und die vier Himmelsrichtungen entspricht auch die vier Elementen, Feuer, Erde, Luft und Wasser oder Westen, Osten, Süden, Norden. Aber das ist nicht die einzelnen Richtungen oder einzelnen Elemente wichtig bei diesem Symbol, sondern das Einheit, diese Einheit, alle vier Elemente miteinander verbinden, die vier Himmelsrichtungen miteinander verbinden und in diesem Wasserelement, was unserem Unbewussten, unserem Gefühlen auch symbolisiert, da die Gleichgewicht finden, die inneren Gleichgewicht, die inneren Ruhe und im Vertrauen bleiben, dass alles in Bewegung kommt, alles im Fluss kommt. Diese Symbolmanik ist die Weissagung, also wird zugeordnet zum Priester, zum Priesterinnen und zum Weissagung. Das ist nicht nur das Wasserelement und Weissagung, sondern auch ein Tor, öffnet ein neues Tor zu die Zukunft. Und mit dem heutigen Energie, wenn wir im inneren Gleichgewicht bleiben und wenn wir in diesen sechsten Wellen loslassen können, alte Gedanken, alte Muster oder Angst, dann die Tagesenergie sagt, hier haben wir ein Tor heute, was uns öffnet für die Zukunft, für einen Neuanfang. Und dieser Tor ist wie eine Priesterin, öffnet sich in diesem Tempel, in Wasserelement, was unseren Gefühlen, unseren Träumen entspricht. Dass wir das bildhaft darstellen können, und zeigt eine Einheit, weil hier vereint sich die vier Elemente, hier vereint sich die vier Himmelsrichtungen. Das ist ein magisches Energiefeld, was wir gerade spüren.
Und nicht nur diese Kraft haben wir, sondern wir sind im Einklang mit unseren Handlungen, heißt auch blaue Hand, und wir sind im Einklang mit unserem Herzen. Diese Energie gibt uns Kraft, Vitalität, ist auch Tatkraft, aber was wichtig ist, die Heilung und die spirituelle Öffnung. Und das können wir heute aktivieren. Die Mondenergie entspricht hier Ben und das ist wie eine Zünde, die Begeisterung und zeigt eine geheimnisvolle Reise im göttlichen Energie, eine geheimnisvolle Reise zum Engelenergie und vermittelt auch Weisheit, beeinflusst unseren heutigen Tag. Ich könnte sagen, das ist Vergleich zu unserem westlichen Astrologie, könnte ich sagen, das ist die Sonnenenergie, das ist die Mondenergie und das ist die Dualität, was wir heute als Botschaft erhalten. Und wir haben auch einen Blick auf den heutigen Tag und wo sollen wir unsere Augen öffnen. Der Blick ist Auflösen von Dualität und in die Spiritualität gehen. Und das ist dieses Tor, was uns öffnet auf unseren Wünsche, unseren Träume, aber auch im spirituellen Richtung. Und die Mondenergie begleitet uns auf diesem göttlichen Reise, verbindet uns auch mit Engel. Und das war die heutigen Portaltag am 15. Februar 2019. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.